Herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir legen uns mal kurz schlafen, gespeichert haben wir es am Ende der letzten Folge. So, sehr schön. Jetzt sieht man auch mal wieder was. Wir brauchen erstmal wieder Holz. Ich weiß nicht. Soll es rüberspannen? Soll es nicht rüberspannen? Ich meine, da vorne gibt es... Ich habe keine Lust, das hier jetzt alles umzubauen, ehrlich gesagt. Wir machen jetzt hier, hauen erstmal ein paar Bäumchen platt. Kelvin, warte mal. Wir könnten dich auch nicht machen. Ich hoffe, du bist noch dicht genug dran. Holy Stimme mitmachen lassen. Ja, fülle Behälter. Umso schneller geht das. Oh, wir sollten wohl erstmal trinken und essen, würde ich sagen. Hier ist auch nichts drin. Was mir nur mal so aufgefallen ist, auch wenn ich mich frage, wie das kommt, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es bei euch auch so, ich weiß es nicht. Seit dem letzten Update, also ich meine, das mittlerweile müsste das zweite Update da sein, wo ihr diese Folge seht. Aber bei mir ist es noch das erste Update. Hab ich irgendwie, haben sie da was geändert oder so? Leuchte FPS-Probleme, ich weiß nicht warum. Ob sie da irgendwie an der Performance rumgefriemelt haben oder so? Ich hoffe, das sieht man nicht allzu sehr. Aber ist schon merkwürdig, ne? Ist schon wirklich merkwürdig. Warte mal, wir machen mal hier. Ich hoffe, Kelvin, wenn du jetzt Bäume fällst, dass du das nirgends rauffallen lässt. Das ist doch nicht schön. Allerdings hatte Forest 1 damals wohl auch anfangs die Probleme. Das wurde erst im Laufe der Updates verbessert, die Performance. Gut. So, zu lang ist nicht auf die Seilrutsche fehlt. Da muss man ein bisschen drauf achten. Geht. Na, Kelvin. Ich dachte, der rennt mir da schon wieder rein. Das macht er ja auch gehen. Ne? Lebt am Limit, der Mann. Da ist sie. Der rennt wirklich genau gene in umfallende Bäume. Das kennen wir schon. So, dann schicken wir die gleich rüber und dann denke ich mal, wird er auch anfangen, da wegzusammeln. Sollte hier nur schon mal ein bisschen mitmachen. Wir holen uns ja jetzt wieder einen ganzen großen Schwung, dass wir auch wieder jede Menge auf Vorrat haben, damit wir auch gleich wieder jede Menge verbauen können. So, warte mal. So. Die fallen ja im Normalfall immer in die Richtung, die man guckt. Kelvin. Lüft schon. So, das ist ein kleiner. Den können wir gleich in die richtige Richtung schubsen. Damit hier richtig schön alles kalt wird. Wir brauchen's. Kann ich nicht ändern. Ich kann nichts dafür. So, dann schicken wir wohl die ersten Sachen schon mal rüber, wa? Dann wird er wohl hoffentlich von da einsammeln. Zock und zock. Dann läuft er uns hier auch nicht mehr vor. Ich hoffe es zumindest. Sehr schön. Aber das mit Performance-Einbrüchen ist auch nicht dauerhaft. Das ist schon irgendwie komisch, aber gut. Nein, nur mal aus Interesse. Wenn ihr auch die Probleme habt, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich echt mal interessieren. Weil gut, ich habe jetzt nicht mehr die neueste Grafikkarte, aber für Forest sollte sie eigentlich locker ausreichen, wenn man sich mal so die Systemanforderungen, die empfohlenen, anguckt. Auf Steam sollte es ordentlich ohne Probleme kloppen. Aber der schafft ja nicht mehr die guten 60 FPS. Er dümpelt immer so zwischen 40 und 50 rum. Und das sogar, ich habe es getestet, auf sehr niedrigen Grafikeinstellungen. Also das ist schon etwas merkwürdig. Aber gut. Wie gesagt, wahrscheinlich noch nicht optimiert. Läuft performancemäßig noch nicht richtig. Kommt alles schon. Haben wir ja auch gesehen. An der geschlossenen Beta von Diablo 4. Da war letztendlich das Problem, dass das Spiel einfach den Grafikkartenspeicher viel zu viel gefressen hat. Mehr als es ohne die sollte, das wird wohl auch noch optimiert werden. Das gleiche könnte natürlich hier auch der Fall sein. Rein theoretisch.
So, aber da Kelvin nur noch da vorne hockt, wird er wohl Dorf wegräumen. Sehr schön. Aber wir werden trotzdem noch ein paar Bäumchen mehr rüber schicken, damit wir richtig schön viel auf Vorrat haben, damit wir auch was schaffen. Mir ist halt nur aufgefallen, dass ich, wo Forest rauskam, also zum Release, keinerlei Probleme hatte. Und seit dem Update doch immer wieder Performance-Problemchen auftreten. Und da würde mich heute mal interessieren, ob das bei euch auch so ist. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich meine, es ist spielbar, so ist es nicht. Aber es fällt stellenweise auf. Sehr schön. Sind wir im zweiten Tag des Sommers? Nein, nicht in die Richtung, nicht in die Richtung, Mensch. Im zweiten Tag des Winters, wollte ich sagen. Nicht Sommer. Haben also noch zwei Tage Zeit. Wir müssen es aber ausnutzen. Wir haben einen straffen Zollplan. Wir haben da noch eine ganze Menge Baufläche, die wir machen müssen. Das muss fertig, bevor der See taut. Deswegen jetzt, glaube ich, mal einen ganzen Schwung Holz. Damit wir das auch schaffen. So, schicke rüber, schicke rüber. Kelvin räumt schon weg. Zumindest das, was reinpasst. Da gerade irgendwas gegrunzt oder so, hörte sich zumindest so an. So, rüber. Was war es hier aber schon wieder an Holz? Oder schon wieder. Nee, schon wieder was weggerollt. Okay. Da liegt aber nichts, ne? Nö. Hier liegt noch was. So, ich sehe zumindest nichts, was runtergerollt ist. Das hier ist kein Holz, oder? Sah gerade so aus. Nö. Nur der eine, gut. Ja. Sehr schön. Ja komm, zwei, drei Bäumchen gehen noch. Ich glaube, zwei hat die Dinger mittlerweile voll da drüben. Aber wie gesagt, wir brauchen auch ein bisschen auf Reserve. Jo, er hat sie voll, sonst würde er nicht hier stehen. Das ist sehr schön. Kelvin? Genau, du stehst hier gefährlich. Du stehst hier sehr, sehr gefährlich. Eigentlich... Oh, das können wir nicht mal schnell machen. Oh, warte mal. Können wir hier auch so zwei, drei Stände aufbauen? Dann kann er die hier schon mal auffüllen. Während wir das da hinten verbauen. Oh ja, das fliegt doch alles schon. Was ist denn das hier? Wieso sind das jetzt so? Okay. Das ist nun mal nicht so. Wir brauchen Lager. Das hier ist Lager, ne? Ne, das ist Wege. Das sind vollen. Wo haben wir denn jetzt die Lager? Sollte so eigentlich nicht so sein. So verschwommen, meine ich. So, guck mal, Kelvin. Zock. Noch eine hin. Und noch ein. Also drei, vier Stück, würde ich sagen. Und den haut er hier schon hin. Dann kann er die hier in mich auffüllen. Während wir das da vorne verarbeiten. Dann hat der gute Mann was zu tun. Dann kriegt er auch keine Langeweile. Haben wir keine Stöcke mehr? Gib mal her hier. Soll ich noch einen Stock? Stocke. Das kann ich reinmachen. So, warte mal. Wir brauchen mal einmal ganz kurz ein paar Stöcke. Das kriegen wir hin. Hier liegt eh genug Gestrüpp rum. Sehr schön. Dann mach hier fertig, mein Freund. Wunderbar. Dann kann Kelvin die hier mich auffüllen. Wo bist du denn? Kelvin? Also laut Minimap. Da. Kommt so. So, ich hoffe, du bist dicht genug dran. Hole Stimme und Behälter füllen, genau. Dann würde er die hier hoffentlich voll machen.
Dass auch gerne weiterhin Bäume fällen, hat überhaupt keiner was gegen Kelvin. Solange du nichts kaputten machst. Wir werden in der Zwischenzeit dann gemütlich essen gehen. Und weiterbauen. Uns fliegt hier schon das Holz durch die Gegend. Hier ist alles voll, ne? Ja, ja. So, hier hängt ja gar nichts mehr. Sag mal, wer futtert denn morgen Fisch? Sind das Kelvin und Virginia? Seit wann verschwindet das denn? Nur mal so nebenbei bemerkt. Wollen wir kurz was trinken gehen? So geht er nicht. Dann hauen wir uns ein schönes Döschen rein. Die finden wir eh andauernd. Dann haben wir mal wieder Platz. Und dann sind wir auch satt. So, ist... Das war anfangs ja auch nicht so, dass es verschwunden ist. Die haben zwar gegessen, aber die Sachen blieben da hängen. Jetzt mittlerweile scheint es zu verschwinden. Okay, okay. So, zack. Das heißt, wir sollten doch mal Vernaschung sorgen, ne? Das geht so nicht anders. Während wir den hier jetzt bauen, kann er drüben auffüllen. Da können wir gleich rüberschicken. Und den kann er da auch weiter auffüllen. So ist den immer Holz am Sort. Sehr schön. Ich hoffe, er holt jetzt nicht das Holz von hier und packt das da drüben rein, ne? Das wäre leicht dämlich. Aber traue ich Kelvin zu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das traue ich dem guten Jungen wirklich zu. Diese Schneestürme immer, ne? Ah, können wir ja sie ändern. Wir müssen es ausnutzen auf dem Meer. Wir müssen es wirklich ausnutzen. Wir kommen hier sonst nicht wieder ran. Er holt es von hier. Um das da drüben einzulagern. Okay. Ach, das ist Kelvin. Dort ist Kelvin. Ja, ja. Kelvin ist auch ein guter Mann. Verstorben wie ein Toastbrot, aber ansonsten ein guter Mann. Sehr schön. Bretter machen wir gleich rauf. Wir ziehen jetzt erstmal hier die drei Spuren durch. Ah, ist auch nicht so schlimm. Die drei, vier Stämme, die er hier wegholt. Dort ist jetzt auch kein Weltuntergang. Wir haben das eh schneller verarbeitet, als er sich alles holen kann. So, hau hin. Hau den hin. Sehr schön. Das hört sich auch echt immer an, als wenn das hier wegbricht, ne? Dormen. So, hier, den nehmen wir noch mit. Und dann liegt hier eh nichts mehr. Dann haben wir hier alles verbraucht, bis auf die zwei, die er sich hier geklaut hat. Den kann er draußen vorher machen mit auffüllen. Wunderbar. Aber ich glaube, wir müssen ihn wirklich einmal beim Fischen beischicken. Sobald das er draußen aufgefüllt hat. Nicht vorher. Wo sonst haben die Bäume bald nichts mehr zu essen. Ich weiß, Beete will ich auch machen, aber... Halt jetzt noch nicht. Erst wenn wir dafür die vorgesehene Terrasse haben. Hier. Eins nach dem anderen. So. Das Ganze muss mich noch zwei weiter raus, ne? Warte mal, ja. Das ist der mittlere Raum. Der Raum wird auch drei. Und dann noch Terrasse rum. Ja, zwei weiter raus müssen wir noch. Bip, bip. Wo ist Virgie eigentlich, wenn ich mal so fragen darf? Die ist bei Hasi, okay. Ja, warum nicht? Kennen wir das schon, ne?
dachte gerade, dass den Gegner. Nee, ist nicht. Absolut nicht. Bip, bip. Ja, 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 ja. Was hier aber auch. Ich meine, man täuscht sich, ne? Man täuscht sich wirklich. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Was hier, wenn man hier mal eine anständige Butze bauen will? Und ich meine, das ist ja nicht mal wirklich groß. Das ist ja nur so eine kleine Hütte, die über drei Stockwerke geht und halt drei Räume breit ist. Aber was da an Holz weggeht, ne? Das ist schon sorgenhaft. Mein Schneesturm ist mal vorbei. Ein Wunder. So. Aber auf jeden Fall die Grundfläche. Die muss fertig. Der Rest geht dann später auch wieder im Frühling. Das ist alles überhaupt kein Problem. Zock, zack. Jo, er fehlt Bäumchen. Connor, kann er, solange er da nichts kaputt macht. Das kennen wir ja schon von ihm. Aber noch steht die Seilrutsche, sonst wäre sie weg. So, dann hau hier hin. Hau da hin. Ein Träumchen. Wie schnell wir das Holz hier verarbeitet haben. So. So, das wäre dann hier der dritte Raum, wenn der Fußboden drauf ist. Und ein Bräuter muss es auch noch. Sehr schön. Jo. Und dann hätten wir schon so ungefähr die Breite des Hauses. Danke, danke, danke. Sehr schön. So, wir dürfen den Balkon nicht vergessen, der runterrum gehen soll. Also, das wäre denn jetzt die Maximalbreite. Bis hierhin. Und hier sind wir natürlich mitten auf dem Meer. Hier wäre es viel zu tief. Oder mitten auf dem See. Meer wäre zu weit gegriffen. So, Kelvin, ist drüben voll? Ich hoffe, er ist. Ah, voll ist was anderes. Aber wir können mal ein bisschen was rüberschicken. Ich hoffe, der Gute holt das doch nicht wieder weg. Das wäre nicht so schön. Oh, warte mal. Coily ist da. Hallo? Ey, lass Kelvin in Ruhe. Okay, die guten Pfeile brauchen wir wirklich nur zwei von. Aber die möchte ich gerne wieder haben. Ich muss unbedingt neue Pfeile bauen, Mensch. Unbedingt. Aber immerhin, Beutel. Sehr schön. Ah, Coily ist ein guter Mann. Coily will auch nur spielen. Sehr schön, sehr schön. Den schick mal rüber. Ich meine, das ist jetzt voll Ulti von da schon wieder zurück. Mensch, Kelvin. Das ist doch nicht dein Ernst, Mensch. Das ist doch nicht dein verdammter Ernst, mein Freund. Warte, warte, warte. Die räume ich jetzt aber ganz schnell hier selbst ein, du. Bip, bip. Sonst holt er mir hier wieder alles weg. Und ja, ich weiß von dem Glitch, dass man Holz verdoppeln kann. Habt ihr mir ja schon geschrieben. Ich nutze ihn absichtlich nicht. Das ist in meinen Augen nämlich Cheaten. Und sowas tue ich nicht. Nee, nee, nee. Okay, auf jeden Fall verarbeiten wir erstmal das, was wir hier haben. Und den müssen wir wohl nochmal Holz holen. Zack. Zack. Auf jeden Fall haben wir fast die Maximalbreite erreicht. Das ist doch schon mal schön. So,
Das heißt, der größte Teil des Hauses ist nachher sogar außerhalb des Winters gut geschützt. Das ist doch auch schön. Mhm. So. Danke. Am zweiten Wintertag müssen wir, sollen wir mir nicht verrechnet haben. Das heißt, wir haben noch zwei volle Tage Zeug mit gefrorenem See. Denn ist vorbei. Aber das schaffen wir. Dort schaffen wir. Bis dahin haben wir die Grundfläche stehen. Und dann kommen wir auch ohne Probleme weiter. Das läuft. Sehr schön. Drei Stämme bräuchten wir noch. Haben wir nicht, ne? Einen haben wir hier, glaube ich, nur noch. Ach, das fehlt schon. So, ja, das kriegen wir hin. Ich meine, das Wichtigste ist sowieso geschafft. Das könnten wir auch von oben rein machen. Das ist also nicht mehr so das Problem. Dann helfen wir den guten Kelvin Eimer, sonst ist er nämlich morgen früh noch nicht fertig und klaut uns hier wieder das Holz. Dort kennen wir ja auch schon. Wo ist er eigentlich? Irgendwo am Arsch der Welt. So, dann hauen wir um die Bäumchen hier. Wo ist die Säulerutsche? Kelvin, geh mal weg da vorne. Du stehst doch nicht gut. Ne? Kelvin? Och, der Mann ist stabil. Baum schon auf dem Kopf. Ach, dort ist nix. Von seiner Mutti ist er Schlimmeres gewöhnt. Alles klar. Der ist robust, der Mann. So, ich habe überhaupt das Gefühl, wenn man eben fällen lässt, vielleicht höre ich mir auch, kommt da weniger Holz raus, oder? Er sammelt schon, wir helfen ihm gleich. Alles kein Problem. Nur doof, dass er das da... Oh. Wegholt, ne? Da drüben wegholt. Das ist schon irgendwie... Naja. Da wir eh Fisch brauchen. Oh, oh. Das war die Säulerutsche. Okay, Moment. Das war definitiv die Säulerutsche. Du, der wollen mich da oben drum. Ist das Seil jetzt weg? Sieht so aus. Warte mal. Geh mal her hier. Einmal nachladen. Die müssen wir leider einmal neu bauen. Nützt alles nix. Die brauchen wir noch. Er kann in der Zwischenzeit weiter auffüllen. Wenn hier alles voll ist, dann kann er erstmal Fisch fangen. Geht da? Mist. Jo, geht rüber. Ganz knapp, aber geht rüber. Sehr schön. Wo haben wir das Problem? Die geht so schnell kaputt, die Säulerutsche. So, Kelvin, ich helfe dir mal. Ich brauche die für Fisch. Ich kann im Winter keinen Fisch fangen. So. Bip. Hier liegt ja genau rum. Nee, so ist es nicht. Dann dürfte er von drüben auch nichts mehr wegholen, wenn die hier voll sind. Dort ist denn ein Notfalllager. Sehr schön. Und er kann sich denn in der Zwischenzeit erstmal, bis wir dann ein bisschen was eingesammelt haben, um Fisch kümmern. Alles kein Problem. So, mein Freund, ist voll. Ist voll. Wo willst du hin? Ist voll. Kelvin. Will das jetzt vorschmeißen oder was?
Dann willst du da vorschmeißen. Hey, bist du fertig? Er hat noch nicht gereiht, dass er noch nicht fertig ist. Okay, gut. Ja, er hat seinen Termin beim Augenarzt verpasst. Da passiert sowas. Kevin, du siehst aber schon, dass voll ist, ne? Okay. Anscheinend nicht. Okay, so holt er mir zumindest den Kram nach vorne. Wir stoppen ihn aber gleich. Das hier kann mich schon mal rüber. Zack und zock. So, Kevin, aus, vorbei. Stopp, nun bleib doch mal. Ah, ich glaube, er will trinken gehen oder so. Oder die Bäume da wegholen. Das wäre natürlich auch möglich. Ja, Stock ist auch gut, aber den wollte ich. So. Entweder ist er selber trinken gegangen oder er holt da jetzt die Bäume weg. Warte mal, das werden wir sehen. Hier liegt mich auch schon wieder ein. Naja, so viel jetzt auch nicht, aber wo ist er eigentlich? Hä? Was war eben noch hier drin, Mensch? Kelvin, nun ist Schluss, vorbei, aus, die Dinger sind voll. So, folge mir, mein Freund, folge mir. Genau. Oh, warte mal, der hat ihn tatsächlich da wieder weggeholt. Den schicken wir mal rüber. So, du kommst mit, mein Freund. Du besorgst jetzt erstmal Fisch. So, kommst du hier mal drauf? Hier müsstest du doch wunderbar Fisch fangen können, oder? Ja, ich weiß, deine zukünftige angebetene Virgie ist irgendwo mit Hasi unterwegs. Das ist aber nicht meine Schuld. So, holy Fisch und hier fallen lassen. Hier oben drauf, wenn es geht, ja? Gut. Sehr schön. Dann verarbeiten wir einmal kurz das, was hier rumliegt. Was machst du da? Du sollst Fisch holen. Jetzt angelt er doch tatsächlich im Haus. Okay. Im Haus, na, alles klar. So, wir haben auf jeden Fall die maximale Breite erreicht. Das ist doch auch was. Dann können wir hier schon mal anfangen, die Brenner reinzuschmeißen. So. Ah, da er nur noch maximal 3 Fische macht, werde ich ihn wohl 2-3 Mal beischicken haben. Ich will die Ständer voll haben. Danke, mein Freund. Donge. Können wir gleich mit anhängen? Ja, den kannst du auch essen. Wollte ich aber nicht. Hab mich verdrückt, Mensch. Der sollte da ran. Ich glaube, 3 der 4 Fische. Mehr holt der mich nicht mehr. Den haben sie ja auch untergenervt, die Guten. So, hau rein. Sehr schön. Vergiss, dass ich noch einen habe. So. Ist hier so noch was drum? Nee, ne? Da kommt der nächste Fisch. Sehr schön. Den nimm mit. Ich glaube, ein Fisch wird noch kommen von ihm. Das ist sehr schön. So, mein Freund, du wirst weiter fischen gehen. Aber nicht hier. Warte. Nicht hier. Hier im Schnee finde ich die nicht wieder. Hast du da noch was hingeschmissen? Nee? Dann komm mal her. Komm mal her, mein Freund. Komm. Komm zu Papi. Kelvin. Hat er hier noch einen Fisch oder so reingeschmissen? Nee, ne?
Ich weiß, Kelvin, aber wir brauchen Fisch. Wir brauchen mehr Fisch. Genau, folge mir. 2 Stück hat er gefangen. Oder einer ist irgendwo durchgeglitscht. 2 Grad, Mau. Das ist auch nicht gut. So, Kelvin, dann Torbe an, mein... Genau. Schade, dass man ihm nicht sagen kann, fangen 20 Fische oder so. Und dann macht er Schluss oder so. Das wäre schon schön. So, ich fallen lassen. Wir brauchen mehr Fisch, mein Freund. Du futterst mir die Haare vom Kopf. Es geht nicht anders. Wie spät ist das eigentlich? Boah, früh am Nachmittag. So, den werde ich erstmal alles, was hier steht, rüberschicken. Bip, bip. Und er kann den hier, wenn er fertig ist mit so einem Fischen, wieder auffüllen. So kommen wir zumindest ein bisschen schneller an Holz, denke ich mal. Vielleicht nicht viel. Kelvin ist leider beim Holzfällen nicht sonderlich effektiv. Aber ein bisschen. Holt den Gute auch mit rein. So. Sehr schön. Dann haben wir das hier wieder drüben. So, wie sieht's denn aus mit deinen Fischen, mein Freund? Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht erschlagen damit, ne? So, er stiefelt hier noch rum. Oh. Die Fische geht mir her. Nach langer Zeit mal wieder Besuch. Hallo, Freunde. Unterlasse dies bitte. Ihr kommt alle dran. Immer mit Geduld, ja? Ich habe gesagt... Aua, jetzt ruhig. Ihr kommt alle dran. Du da rumgefuchtel da. Bist du ausgebrochen bei Chicky John oder was? Aua. Das ist meine neue Rüstung demoliert, mein Freund. Keiner von denen hat Beutel? China? Wo ist der andere Junge geflüchtet? Und Kelvin, wo rennst du hin? Mach deine Arbeit. Der ist ja schlimm. Wo ist der her? Du schmutzt meine nagelneuen Bretterbuden. Auch kein Beutel? Was ist das schlimm hier? Vorne läuft auch noch was rum. Ich weiß nicht, ob das Eingeborene sind oder ob das Virchi ist. Nee, Virchi ist es definitiv nicht. Rennt um Arsch der Welt rum, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Haben wir hier noch Mutantenrüstung einstecken? Nur mal so nebenbei bemerkt. Ja, voll. Voll. Den zieh dich an, dann kriegen wir das mal wieder was mit. Sehr schön. Gut, gut. So, ich weiß nicht, wo der hergeblieben ist. Kelvin hat sich mal wieder verkrümelt. Oh, der wird schon wieder auftauchen, hoffe ich. Ich hänge erstmal, es wird langsam dunkel, die 2 Fische hier an. Er hat uns ja nur 2 besorgt. Das ist zumindest etwas, was wieder hängt. So, Poggerin. Ah, es wird hier wirklich gerade... sehr dunkel. Ich hoffe, dass Kelvin gleich wieder auftaucht. Zack, zack. So.
Ich will nur verhindern, dass er das, er soll glaube ich, da drüben wieder die Bäume machen, dass er das hier wegholt. Das muss ja nicht sein, ne? So, da ist noch, da ist noch. Eigentlich müsste das genau reichen für alle voll machen. Zwei Stämme fehlen. Die sind hier. Okay. Sehr schön. Würtschi ist mal langer Zeit mal wieder da. Hallo, hallo, mit Geschenken. Wo warst du eben, wo ich dich gebraucht habe? Dankeschön. Kevin hat sich verlaufen, der ist irgendwo da hinten im Wald. Ich weiß auch nicht, ob er noch lebt. Ich sehe nicht, ob er... Doch, der bewegt sich. Ja, ja, der bewegt sich, der Gute. Gut. Viel Fisch hat er ja nicht besorgt. Es ist wie was durchgeglitscht und liegt unterm Haus. Ich meine, das ist alles möglich. Man weiß ja nie bei ihm. Aber das Wichtigste hätten wir geschafft. Glaube ich. Wir trinken mal ein Schlückchen. So, das war der zweite Wintertag. Auf jeden Fall irgendwo da vorne ist er. Ich meine, er wird ja wohl irgendwo mal wieder nach Hause kommen, oder? Ich meine, er ist hier quer übers Eis geflüchtet. Aber er lebt, ja. Da kommt er. Da kommt er. Ich bin auch am Überlegen, mehr von diesen Tierfallen aufzustellen. Aber allerdings, so super effektiv sind die auch nicht, ne? Aber wir werden es sehen. Er lebt auf jeden Fall. Das heißt, wir können speichern. Genau. Und schlafen gehen. So ein Träumchen. So, dann sind wir im dritten Wintertag. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen mussten. Also, was wir unbedingt im Winter schaffen mussten. Ah, hier ist aber was drin, ne? Jo. Sehr schön. Können wir auch gleich zum Trocknen aufhängen. Ah, vielleicht stelle ich von denen mehr auf. Nicht unbedingt hier vorne, vielleicht irgendwie so ein bisschen am Wald oder so, wo mehr Tiere rumrennen, aber... Ich glaube, besser weh das, weil Kelvin ist leider nicht mehr so gut im Fischen. Wir haben gerade mal einen Ständer voll gekriegt. So, mein Freund, wir probieren es aber noch einmal. Fang du mal ein bisschen Fisch. Wäre sehr schön, ein bisschen zumindest noch hier fallen lassen. Sehr schön. Ich kümmere mich inzwischen Zeug jetzt erstmal selber ums Holz. Dort geht schneller. Danke, Virgie. Danke. Nimm dir mal ein Bohrspäne, ihr. Sie kommt pausenlos mit was. Was machst du? Du sitzt im Rücken an der Palisade. Nee, nee, nee. Nein, Lüfter. Okay, aber will ja nicht nur noch der Fußboden, dann können wir mit meinem eigenen Haus beginnen. Das ist doch schon mal schön. Das ist schon mal was sehr Gutes. Hier ist Holz voll. Drüben muss noch voll. Das machen wir, glaube ich, selbst. Jo. Ansonsten werde ich mich um die Tierfallen kümmern. Das wiederum machen wir aber morgen. Denn wir sind für heute, Leute, schon wieder am Ende. Die Zeit, ihr Kind, ist raus hier wie verrückt. Aber im Winter gut ausgenutzt, würde ich sagen. Wir haben zumindest das geschafft, was wir wollten. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.